Bei unserem heutigen landespolitischen Gespräch erklärt uns ein junger Parlamentarier ein sehr sprödes Thema, den Landesentwicklungsplan, das Landesentwicklungsprogramm. Ich begrüße Klaus Stöttner. Grüß Gott. Herr Stöttner, Sie sind seit 2003 Mitglied im Bayerischen Landtag, Rosenheimer, Mitglied der CSU-Fraktion und im Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Technologie und Verkehr. Verkehr, sehr gut. Verantwortlich auch für die Ausgestaltung des LEP, des sehr umstrittenen Landesentwicklungsprogramms. Was genau ist denn dieser Landesentwicklungsplan, dieses Programm, das verabschiedet wurde in dieser Woche? Was muss man sich darunter vorstellen? Das LEP bei uns in Bayern hat ja eine wichtige Funktion. Wir wollen die Zersiedlung Bayerns nicht einem Wildwuchs unterwerfen, sondern wir wollen das strukturiert angehen. Das heißt, wir wollen, dass die planerische, raumordnerische Planung eine gewisse Ordnung hat. Und das ist im LEP geregelt. Wir geben Antworten auf die Demografie bei Gebieten in Bayern, dass in Franken beispielsweise immer mehr Menschen aus dem Land wegziehen, die jungen Menschen ziehen in die Städte. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir gleichwertige Lebensbedingungen in ganz Bayern haben. Das ist ein oberstes Prinzip unserer Staatsregierung, der CSU und der FDP. Das ist ja auch in die Verfassung gekommen, die gleichwertigen Lebensbedingungen in den Regionen und auch in den Städten. Ja, wir haben das 2012 so diskutiert, dass das ein Grundsatz unserer Bayerischen Verfassung sein wird und bei der Landtagswahl zur Abstimmung kommen wird. Deswegen glauben wir, dass das ein wichtiger Grundsatz Bayerns ist, die Schuldenbremse und die gleichwertigen Lebensbedingungen bei uns in Bayern. Nun sagt die Opposition, namentlich die SPD, lässt verlauten, dieses Papier ist für die Tonne. Für die Freien Wähler ist das Papier ein Stückwerk, nicht ausgegoren. Das würde man daran erkennen, dass er nicht fertig sei, sondern im nächsten Jahr fortgeschrieben werden muss. Ja, man muss grundsätzlich sagen, dass die Opposition sich erleichtert tut. Die hat keine Gesamtverantwortung. Unser Ministerpräsident hat deutlich gemacht, wir wollen, dass die Kommunen eine gewisse Eigenverantwortung auch für ihr Land haben. Und die ganze Kritik der Kommunen, der Bürgermeister, dass dieses Anbindungsgebot von Gewerbe an Wohnsiedlungen immer Schwierigkeiten bereitet hat, Lärm, Verkehr und so weiter. Deswegen ist oft der Wunsch, Gewerbegebiete etwas von den Wohngebieten abzusetzen und dadurch einfach mehr Harmonie in der Gemeinde herbeizuführen. Und diesem Wunsch wollen wir mit einer Ausnahme gerecht werden. Und ich glaube, dass es zugunsten der Menschen, die dort wohnen, und zugunsten auch der Gewerbetreibenden, die sich nicht ärgern müssen, wenn sie mit den Nachbarn nur im Streit sind. Und deswegen Entscheidungen muss man nach unten verlagern, Kompetenzen nach oben, nur dort, wo die Kompetenz auch oben gefragt ist. Also Einkaufszentren wären nach Gemeindebeschluss möglich in der Wiese, außerhalb des Dorfkerns. Und dann sagt ja eben auch die Opposition, das hat das Hochwasser ja auch gezeigt, da kommst du gar nicht mehr hin zu deinem Supermarkt, weil in Ortsnähe keine Versorgung mehr stattfindet. Ja gut, das Thema Einzelhandel ist nicht in dem Anbindungsgebot ein Thema, weil Einzelhandel muss angebunden sein, auch bei der jetzigen Regelung. Einzelhandel muss sich wiederfinden in den Städten, weil nach dem Überschrift Innenbereich geht vor Außenbereich. Wir wollen, dass die Städte oder die Dörfer noch ein Leben haben. Bloß wir haben es bei der aktuellen Hochwassersituation gemerkt, wenn die Lastwagen nicht mehr fahren, wenn die Tankstellen nicht mehr mit Sprit beliefert werden, ist plötzlich die Nahversorgung, die eigene Versorgung vom eigenen Bäcker, vom eigenen Metzger, ist nämlich wieder wichtig. Deswegen die Nähe im Ort zu sein, nicht immer abhängig zu sein von Infrastruktur, sondern dass man mal ein paar Tage überleben kann, weil man einen eigenen Bäcker hat und einen Metzger hat, das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man diese Daseinsversorgung auch mit kleineren Geschäften in den Ortschaften aufrechterhält. Im Nahbereich sind auch die Schulen natürlich. Und ein Wahlkampfthema der Freien Wähler, das ist bekannt, ist das befürchtete Schulsterben in der Region. Wie kann man denn dem Einhalt gebieten? Im Moment ist die Regelung, alles was weniger als 26 Schulkinder hat, hat ein Problem mit seiner ortsnahen Schule. Also so streng wird das ja gar nicht gesehen, sondern wir haben ja teilweise Klassen mit 14 Kindern, die nur aufrechterhalten werden, auch gewünscht, weil wir als unsere Überschrift kurze Beine, kurze Wege für die Kinder in der Grundschule, sehr wichtig. Bloß wenn man bedenkt, dass wir vor 10 Jahren nur 1,4 Millionen Schüler gehabt haben und jetzt haben wir 1,2 Millionen Schüler. Wir haben in den letzten 5 Jahren 8.700 Lehrer eingestellt, also bei rückgängigen Schülerzahlen fast 10.000 Lehrer mehr eingestellt. Ja. Im Gegensatz Bad Württemberg zum Beispiel, die haben ja quasi abgebaut oder bauen ab. Wenn man bedenkt, dass wir das wollen, dass die ländlichen Räume erhalten bleiben, geht es aber zulasten der
schweren, großen Schulen. Dann hat ein Lehrer in einer Schule 30 Schüler und der Dorflehrer hat seine 14 Schüler. Diese Ausgewogenheit muss auch in der Lehrerschaft auch akzeptiert werden. Und deswegen ist es nicht so einfach, leicht zu sagen. Wir tun unser Möglichstes, bloß wenn die Kinder immer weniger werden, ist sicherlich nicht jeder Schulstandard, wenn man ganz ehrlich ist, immer aufrechtzuerhalten. Wir wollen es, aber da müssen wir halt Gewerbe ansiedeln, damit die Leute Arbeit haben in dem Ort. Wo Arbeit ist, sind auch Menschen mit Familien, hat auch der Kindergarten eine Zukunft, hat die Schule eine Zukunft. Deswegen hängt es immer ganz stark von der Wirtschaftskraft an. Deswegen ist die CSU mit Sicherheit eine Partei, die sich sehr schwer auf diese Arbeitswelt stützt. Wo Arbeit ist, ist auch Familie, also was Arbeit schafft, soziale, gesunde Strukturen. Und deswegen schauen wir, dass wir Arbeitsplätze im ländlichen Raum erhalten und nicht nur in die Städte, die eh stark sind, nur weiter unterstützen. Also da ist auch die Breitbandentwicklung in dem ländlichen Raum natürlich sehr wichtig. Wie geht es denn da voran? Schlusssatz quasi dazu. Wir sind da in Freistaat Bayern mit 500 Millionen Förderprogramm, das stärkste Land in ganz Deutschland oder das einzige Land in Europa, das sowas auf den Weg bringt, damit auch die Arbeitsplätze, die EDV brauchen, die ganzen Grafiker, die ganzen Programmierer, die ganzen Techniker, dass die auch im Land draußen mal in einem umgebauten Bauernhof ihren Arbeitsplatz haben und vielleicht Mütter, die sagen, ich möchte Teilzeit arbeiten, auch dort einen Arbeitsplatz haben oder Heimarbeitsplätze. Das heißt, gute Infrastruktur in der Datenversorgung, in der Glasfaserversorgung ist die Zukunft, dass Familien, Frauen wieder Arbeit finden, damit die Arbeitsplätze im ländlichen Raum erhalten bleiben. Und deswegen hat die Staatsregierung einen guten Weg gewählt, um die ländlichen Räume stärker zu unterstützen. Also das kann jetzt fast jede Fraktion genauso unterschreiben, wie Sie es gesagt haben. Der Bayerische Landesentwicklungsplan, das Landesentwicklungsprogramm. Die Umsetzung wird wahrscheinlich noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Nächstes Jahr wird weitergebaut. Also ich wünsche Ihnen da an diesem großen Projekt weiterhin eine glückliche Hand. Ich bedanke mich fürs Dasein, für das Erklären eines sehr spröden, sperrigen Themas. Landesentwicklungsprogramm. Ich habe es noch einmal gesagt, das wird uns noch öfter beschäftigen. Ade. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.